Willkommen zurück, Reisende. Heute spielen wir mal Mortal Shell. Keine Ahnung, was das ist. Oder was wir machen müssen. Das sah aber ganz witzig aus. Dann werden wir das mal testen. Einblick der Weisheit. Erfahrung. Benutze diesen Gegenstand, um... Oh, klar. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Noch was... Jenseits der Welt des Bekannten wartet die Schwelle darauf, überschritten zu werden. Sterblichen Hüllen sehen sich nach Sinn. Sie warten auf... Ja. Okay. Ihm fehlt die Haut. Sind wir... Oh ja, wir sind der. Cool. Ah, okay. Ah, so können wir schneller laufen, okay. Denk mal, wir müssen hier hin, wa? Ja, super, da ist einer und wir haben keine Waffe. Das ist jetzt aber ja ungut. Hier irgendwo einer. Ah, der killt uns doch jetzt. Warte mal. Wir können unseren Körper verhärten. Linke Steuerung. Okay. Also das mit dem der Leertaste funktioniert ja noch nicht so. Ausgerüstete Waffe, geweihtes Schwert. Schweres Schwert mit einem Hohlraum im Inneren. Okay. Und beim Angriff verhärten. Gut. Okay.
Also das mit dem Verhärten funktioniert nur bedingt. Gegenstand aufnehmen mit E, Mausrad, Gegenstände durchhalten, Gegenstand nutzen. Inventar E. Gottes Willen. Ja, blind, ey. Vergängliches Zeichen. Benutze diesen Gegenstand, um dessen Effekt zu erkennen. Noch 10-mal einsetzen, um mehr Details zu bekommen. Gegenstand benutzen. Oh. Ja, cool. Und nun? Also eine Ausdauer, eine Lebensanzahl. Oh, jetzt. Das mit dem Verhärten funktioniert ja mal gar nicht. Wir gehen ja sowas von drauf. Nutze diesen Gegenstand, um dessen Effekt zu erkennen. Noch 4-mal einsetzen. Okay. Also wenn man linke Steuerung drückt und linke Maus das gleichzeitig, klappt das Verhärten auch nicht immer. Mein Turm brummt. Oh, ein schweigendes Wesen. Über sein Schicksal sinniert. Das war jetzt... Jetzt beim zweiten Mal klappt es wieder nicht. Ah. Faszinierend. Eh, kriechen. Sehr langer Gang. Cool, das Spiel erinnert uns nochmal, wie es heißt. Oh, hier geht's aber sehr weit. Müssten wir nicht in diesem Riesen... Okay, was ist jetzt kaputt? Müssten wir nicht in diesem Riesenfisch sein? Frag mich ja, wenn wir so kriechen, wo ist unser Schwert? Okay. Steinstatuen. Hoffen wir mal. Was ist das da? Hm.
gucken, wo wir lang müssen, wa? Und das können wir uns aussuchen. Da liegt einer. Hülle angeeignet. Unbekannte Hülle. Ein Mann ist mehr als nur eine Hülle. Jetzt sind wir in... Okay. Was, haben wir jetzt seine Rüstung angezogen oder sind wir jetzt in ihm? Naja. Elgrim. Guck mal, da ist wieder so ein leuchtendes Ding. Gegenstand erhalten. Zwei Quaddelkäppchen. Gedeiht dort, wo Blut vergossen wurde. Hä? Haben den doch jetzt aufgenommen, oder nicht? Also nochmal aufnehmen geht nicht. Seltsam. Das Spiel hat übrigens coole Farben. Dieser Einblick der Vergeblichkeit schimmert matt. Noch irgendwas? Da sieht ja aus wie eine Kiste. Naja, so macht man Kisten auf. Simple Laute. Rüberrest. Rüberrest. Da darf man bestimmt nicht lang, wa? Wenn wir runterfallen und tot. So. Die Kiste da können wir nicht plündern. Mehr ist hier scheinbar nicht. Dann gehen wir mal weiter. Da oben ist auch irgendwas. Können wir da... Irgendwie hier hoch. Ja, könnte klappen. Gucken, gucken. Da wollen wir hoch. Da, da, so, so. Jetzt noch wissen, wie wir springen. Cool, wir sind runtergerutscht und verhärtet. Ah ja. Da ist das aus dieser Vision. Da hinten leuchtet auch wieder was. Also da sollen wir schätzungsweise hin, aber wir, hier ist auch ein Weg. Hier ist eine Fischstatue. Ruhe verschlossen. Da ist eine Bärenfalle. Da ist noch eine. Müssen wir hier auch noch auf den Fußboden achten. Ey, da sitzen welche. Cool, jetzt sind wir aus ihm rausgefallen. Was? Eben. Das kann doch keine Sau lesen. Standen da. So war vielleicht nicht so die Idee, die anzugreifen. Fand ich aber schon irgendwie witzig. Okay, okay. Also wir starten hier bei dieser Lampe, die jetzt nicht mehr leuchtet.
Also, den Anzug haben wir schon an. Dann laufen wir mal da links. So. Oh, das verbraucht Ausdauer. Okay. Und noch einmal ein bisschen. Hier haben wir wieder so einen krassen Pilz, den wir schon wieder nicht nutzen können. Ist das ein Auflade? Und bestimmt, wenn der Kreis abgelaufen ist, kann man da wieder einen Pilz an. Gut, dann gehen wir jetzt diesmal da lang. Da ist ja auch schon wieder einer. Immerhin ist er diesmal alleine. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das mit diesem Verhärten haben. Da ist auch noch einer. Gott, wie schnell fallen wir denn aus dem Typen raus? Ach, kann ja wohl nicht wahr sein. Schwellender Streitkolben, Ausrüstung. Asche weht aus dem schwellenden Kopf des Streitkolbens. Hm. Oh Gott, das Neuladen dauert ja ewig. Hm. Wir haben linke Maustaste und rechte Maustaste, einen leichten und einen schweren Angriff. Blöde Pilz jetzt mal fertig. Cool. Wie war denn das I, ne? Warum muss man eben Inventar eigentlich blind werden? Verbrauchsgut, ja super, was macht das? Wie kann der laut ein Verbrauchsgegenstand sein? Unbegrenzte Nutzung. Ernsthaft jetzt. Ah, cool. Super. Wie wähle ich die denn jetzt dann aus? Die Laute können wir so oft benutzen, wie wir lustig sind. Warte mal, da war doch... Ah, Q war das. Ja, cool. Also jetzt wieder aufstehen. So. Machen wir jetzt 10 Mal, dann kriegen wir ja irgendwas über die Laute raus, ne? Also wie er aufsteht, ist schon sehr seltsam, muss man ja mal sagen. Dann können wir ja bestimmt dann auf den Pilz wechseln oder so. Vielleicht heilt er uns ja ein bisschen. Ja gut, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So, Träube, Reset, Pilz, 4 Pilze. Hm. Dann knallen wir jetzt hier mal ein paar um. Butter dann auf Q, okay. So ein... Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Hat funktioniert. Oh, wir regenerieren Leben. Ah, das ist die Wirkung von dem Pilz. Okay, also der scheint uns nicht zu vergiften, sondern zu heilen. Und übers Zeit sogar. Cool. Also sollten wir immer diese Pilze einsammeln. So, da liegt was Funkeliges. Alkohol. Ah, super. Minderwertiger Schnaps.
Hat man bei den Wegelagerern auch erwartet. So. Scheiße. Kacke, voll nicht gesehen. Alter, der hat einen Armbrust auf uns geschossen. Wir sollten vielleicht nochmal so einen Pilz schnabulieren. Ah, regeneriert 30 Gesundheit über 30 Sekunden. Na, da steht's auch. So. Die Typis bleiben da hinten. Das war schon mal gut. So. Dann hatten wir jetzt doch hier noch welche. Kann ja wohl nicht wahr sein. Treff doch mal. Ach ja, klar, in der Gestalt ist ein Schlag tödlich, oder wie? Was ist mit diesem Verhärten so eine Kunst für sich? Und die Tasten liegen alle so weit auseinander. Oh Gott, das Neuladen dauert echt ewig. Oh. Falsche Taste. Oh, da wollen wir links. Was war denn das jetzt? Ah. Also, hier wieder können wir so. Oh, können wir noch nicht, okay. Hm. Dann gehen wir mal. Oh, da liegt was Rotes, das ist neu. Noch einer von den Dullis. Wir brauchen einen Pilz. Ja, ist klar. Ach, man hätte in den Körper zurückgehen können, scheinbar. Aber das Pilz benutzen hat so lange gedauert jetzt, dass wir währenddessen nichts machen konnten. Ab und zu hakt das auch irgendwie ganz komisch. Also nicht das Spiel so, sondern das, wenn wir angreifen, das dauert ganz schön. Aber vielleicht ist dieser Pilz jetzt ja wieder fertig. Aber mal im Ernst, der Speicherpunkt ist am Arsch der Welt. So, direkt auf den Pilz wechseln. Jetzt müssen wir die schon wieder alle umhauen. Alter, dauert voll, bis wir nochmal zuschlagen. Ja, komm her, Fatzke. Lauf doch jetzt nicht zu dir. Er hat die Ruhe weg, der Typ, wa? Ja, Futter im Pilz. Jetzt müssen wir den Pilz mal kurz abwarten. Weil da ist ja noch ein Typ mit Laute und rechts oben ist auch noch einer. Unten ist auch rechts eine Anzeige. Wir haben 198 von irgendwas und 1 von irgendwas anderem. Keine Ahnung. Warte, es geht ja auch, wenn wir laufen, ne? Ja, cool. Wo war denn der Typ? Ach nee, ist nicht wahr. Dauert richtig lange, ehe wir was machen können. Jetzt bin ich schon wieder in so eine Kack-Bärenfalle gelaufen.
wieder eine. Ich gehe kaputt. Legt mir überall Bärenfallen aus. Echt? Der ändert manchmal beim Schlagen die Richtung. Was zum Henker? Jetzt sind wir tot, obwohl wir nur aus ihm rausgefallen. Ach, ist doch scheiße schon wieder da. Müssen wir auch noch einberechnen, dass er beim Schlagen die Richtung ändert. Das war nicht für... Und jetzt müssen wir wieder so weit laufen. Das ist das Spiel, in dem man laufen muss. Ich wollte einfach nur gemütlich hier ein paar Leute schnetzeln. Aber die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Da können wir nicht auch einfach da lang laufen? Wir müssen ja scheinbar da nur hoch, ne? Was ist denn hier? Ja, okay, da kommt irgendwas. Der schwere Angriff. Oh Gott, der ist aber größer, du. Ja, da will ich nicht hin. Das ist wieder eine Bärenfalle. Also hier können wir auch hoch. Da sind 3. 4. 2 am Armbrust. Gut. Da gehen wir nicht lang. Dann gehen wir jetzt mal... Auch einer mit Armbrust. Wie sollen wir das denn machen? Und so einer mit so einem Riesenknüppel. Wenn wir bis zu dem gehen, trifft er uns doch 100% mit der Armbrust, oder? Ja, genau, komm her, Lackaffe. Boah, Alter. Ja, das Verhärten geht ja nicht mal lange. Ja, ich hab eh gedrückt, mach doch was du willst, Spiel, ey, also mal im Ernst. Hätten sie wenigstens das neue Laden schneller machen können. Meine Fresse. Oh, interessiert mich gar nichts hier über das komische Messer da. Lauf da hin. Aber wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, an den Fatzken einfach vorbeizulaufen, ne? Aber hier, der Pilz ist immer noch nicht fertig. Sie sollen da irgendwie hoch. Hat uns diese komische Vision ja gesagt. So. Ja, das Verhärten funktioniert ja mal überhaupt nicht. Und pass auf, jetzt. Will ich in den Kerl rein? Geht nicht. Ja. Leck mich. Oh, da kriegst du Aggression mit dem Spiel. Oh, das dauert alles so lange. Was haben sie sich bei so langer Ladezeit gedacht? Oh. Auf, Schlampe. Los. Lauf mal einfach an den vorbei, Alter. Laut so voll jetzt hier. Dreckspilz fertig. Ah. Pilz ist fertig. Kann ich auf Pilz wechseln. Was macht denn das andere Ding da eigentlich? Ah, steht nicht dran, war ja klar. Ja, ich habe keine Zeit. Hm, hier sieht irgendwie falsch aus. Ey, wir haben es nicht mal eingesammelt, so eine Scheiße. Also im Vorbeigehen E drücken funktioniert nicht. Super. Wir probieren es mit dem Fettsack da oben. Hier, put, put, put. Das Stück. Ja, geil, wo kam der denn her? Boah, Alter, das...
der die Richtung ändert beim Schlagen, ist überhaupt nicht sinnvoll. Ja, ein Schlag von diesem. Oh ja, und hier, guck mal, wie lange das dauert, der aufsteht. Oh, fick dich, ob du E drückst oder pengen, ne? Aggression in dem Spiel, ja. Aber jetzt dauert das wieder so lange. Die Ladezeit des Todes, ey. Meine Fresse. Oh, lauf doch. Oh ja, fick dich, falsche Taste gedrückt. Gott, ey. Ja, ich bin außer Puste. Kommen wir denn da? Verdammte Scheiße. Ja, Alter, jetzt hat er schon wieder die Richtung geändert. Was ist denn sein Problem hier, Alter? Ja, und die können uns von hinten treppen, oder was? Leck mich doch am Arsch. Oh, hier, jetzt kommt Billys Freund. Boah, echt mal, schlag doch nach vorne, was soll denn die Scheiße? Er lebt ja immer noch. Ja, hier, komm, geht's drauf, ey. Er atmet so schwer. Keine Ahnung. Immer ist er tot. So, lauten Fatzke und da ist er noch einer. Ja, griff mich nicht so an, du Penner. Und deine Axt ist auch scheiße. Wer hat denn jetzt die Geräusche hier gemacht? Komm, Hillbilly. Ja, wohl nicht wahr sein jetzt hier. Ah, guck mal. Er ist in die dämliche Bärenfalle gelaufen. Die direkt wieder aktiv ist. Willst du mich verarschen? Die Angriffe kosten Ausdauer. Ich könnte kotzen. Oh, da ist noch einer von den Versagern. Oh, jetzt... Oh ja, klar, ich drück nach rechts, wo läuft da hin? Da links in die dämliche Bärenfalle. Gott, ja, hier friss ein Pilz, ey. Eine Fresse. Wahrscheinlich kommen wir jetzt hier rum nicht da hoch, wa? Würde mir jetzt nicht wundern. Was denn das hier? Ah, auch so ein Pilz. Also ich höre... Ah. Das hört sich sehr groß an. Ja, noch so ein Pilz. Ach nee, das ist ein anderer Pilz. Was ist das für ein Vieh? Und vor allen Dingen, wo ist es? Da ist eine Tür. Was für ein Vieh macht denn hier so eine Geräusche? Ja, geil, hier liegen direkt auch mehr Bärenfallen. Was zum Henker? Alter, was war denn das für ein Frosch? Alter, wir sind vergiftet. Der Frosch greift uns an, Alter. Stimmt mit dem nicht. Oh Gott, das Gift hält ganz schön lange. Eigentlich wollte ich zu diesem Schrein, Statue, was auch immer. Oh Gott, da ist noch so ein Riesenfrosch. So.
Wir sind nicht nah genug dran. So. Muss man bestimmt einsammeln. Also wir können da hoch, aber hier ist eine Tür. Baum von Fallgrim. Ja, hier wollen wir ja auch bestimmt hin, ne? Oh Gott, ist die Kamera weit weg. Oh nein. Reinzoomen geht nicht. Gott, wenn ich die anquatsche, bringt die uns doch um, oder? Pray, what wayward spirit beckons? I shall name you family, and you may call me Sester Janessa. You're uninitiated in the Raphaid's mysteries, I see. What a curiosity you are, wearing a man like a shell. You've awakened him, but you know nothing of him yet. Fetch me one of his mementos, and some tar too, and I'm sure we can stir up some recollections. Of course, first you must find his name. Dafür brauchen wir das. Aber wie ist das weniger geworden? War das nicht mehr? Du musst den Namen dieser Hülle erfahren, um ihre Macht zu erwecken. Einblicke. Null. Wir haben noch einen. Tar. Was in Gottes Namen ist Tar? Ja, krass, haben wir nicht. Bekommen wir das? Bestimmte Schnitzeln, oder? Also hier bei der alten über irgendwelche Sachen freischalten. Das ist ja schon mal krass. Übrigens liegt da ein Bumerang auf dem Boden. So. Man kann hier bedingt um die Ecken gucken. Das stimmt mit denen nicht. Ah, okay. Die geben uns scheinbar immer so einen Hinweis, wo wir langen müssen. Das ist das bei den Bärenfallen mit den Frischen. Oh, da liegt ein Typi. Also müssen wir am besten jetzt als erstes... Ja, gut. Dann gehen wir uns jetzt mal nochmal zu diesen Killerfröschen. Aber erstmal gucken wir jetzt mal hier. Riechen. Oh nee, nein, nein. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Scheiße, da war einer. Ach, Kacke. Oh nee, da ist so ein Riesenfatzke. Ja, ja, geh rein, geh rein, geh rein. Oh Gottes Willen. Kommt der nach? Gut, also da gehen wir nicht lang. So, ich weiß, da ist noch eine Treppe, aber wir gucken jetzt bei diesen Killerfröschen. Da hinten bei diesen ganzen Fallen müssen wir lang. Gott, ich latsche bestimmt in eine rein. Außerdem gibt es hier immer noch dieses Geräusch von so einem Riesenvieh. Ich denke mal, die Fallen liegen wegen dem Riesenvieh hier, weil da liegen Haufen Leichen. Oh Gott, ja, man sieht da was. Wir gehen noch in der Pro drauf. Frag mich, was für ein Radius diese komischen Fallen haben. Einblick in deine Hülle. Einblick in meine Hülle.
Gucken wir da durch dieses Tal. Ah, nee, aber hier, wir haben jetzt so von diesen rechts unten, diesen Einblicken, haben wir jetzt zwei. Ah, wir haben davon keine mehr. Okay. Also das müssen wir wohl auch sammeln. Im Ernst, das Vieh tötet uns instant. Oh Herrgott, wie sollen wir das denn machen? Ah, ich kann gar nichts machen, voll cool. Wie soll ich das Vieh denn besiegen? Mal ganz im Ernst. Also dieses Verhärten hat einen Cooldown oder so. Also das Vieh schaffen wir ja mal im Leben nicht. Unbekanntes Abbild. Und noch viermal. Krass, Alter, wir stehen bei der Alten. Jetzt haben wir null von dem Zeug. Also mit jedem Tod wird das zurückgesetzt. Also kriegen wir das durch Schnetzeln. Also ganz viele von diesen Lackaffen töten. Dabei nicht verrecken. Ja, super, ey. Können wir eigentlich immer von diesem göttlichen... Ah, cool. Also man kann die immer anquatschen. Also ich denke mal, das Vieh zu besiegen müssen wir stärker werden. Und da brauchen wir diese Upgrades für, wa? Aber dann müssen wir jetzt hier schon wieder alle neu töten, oder wie? Und ich habe auch überhaupt nicht drauf geachtet, wie viel es... Ja, krass, wir kommen da nicht hoch, oder was? Was ist denn das für ein Trick? Wie viel wir bekommen? Pro Typen, den wir töten. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Geweihtes Schwert. Benötigt Gegenstand. Mechanischer Stachel. Waffenverbesserung anwenden. Das geweihte Schwert hat eine leere Einlassung in der Mitte. Schmolzener Stachel. Fenster Bastille reparieren. Werkzeug benötigt. Also das hier, damit können wir irgendwie unser Schwert verbessern. Und hier können wir uns, naja, so eine Art Armbrust basteln. Okay. Und hier sind... Oh krass, was ist denn das?
Also hier gibt es scheinbar dann verschiedenste Waffen. Wann das jetzt? Soll ich fragen, Alter? Da steht ein Riesen... Weiß ich auch nicht. Vogel? Heiliger Stoff. Heiliger Stoff. Im Ernst, das Vieh hier lebt doch. Was zum Henker geht hier eigentlich ab? Siegel entfernen. Ja, super Idee. Kacke, ich jetzt erst lesen sollen. Gegenstand erhalten, befleckt ist. Okay, wir müssen irgendwas für ihn organisieren. Beflecktes Siegel. Der alte Gefangene hat dir das befleckte Siegel geschenkt. Wir haben es ihm geklaut, aber okay. Es ermöglicht dir, gegnerische Schläge zu parieren und Angriffe zu unterbrechen. Das Siegel warnt dich auch vor nicht parierbaren Angriffen. F ist parieren. Ich gehe kaputt. Was soll ich noch alles gleichzeitig drücken? Der alte Gefangene hat dein Siegel mit Macht durchgezogen und gibt deiner Parade die Fähigkeit, einen Gegner empfindlich für einen verstärkten Konter zu machen. Das Siegel benötigt eine große Menge Entschlossenheit, um solch eine Infusion nutzbar zu machen. Das Ausführen eines verstärkten Konters heilt dich. Oh Gottes Willen, was? F parieren, verstärkter Konter. Erfordert Entschlossenheit. Also F, linke Maustaste. Oh Gott, wer soll sich das alles merken? Wie kriegen wir jetzt diese Entschlossenheitsanzeige? Okay. Also wir können jetzt mit F kontern. So. Hey, da kommen wir auch zu ihr, oder was? Ernsthaft mal, dafür war die Treppe. Hier ein Typ in der Laute. Es wäre jetzt ja gut. Das ist doch bestimmt, geht jetzt alles wieder flöten, wenn wir jetzt sterben, oder? Da ist doch eine Statue. Oder ist das nur ein Baum? Nee, ist nur ein Baum. Wo sind sie denn? Also ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Wo sind sie denn hin? Also. Da sind sie. Also wir triggern die auch, wenn wir über den sind. Hm.
Okay. Wir könnten ja jetzt mal... Ja, geil, dauert übelst lange, bis er auf F für Parieren wechselt. Zweiunddreißig haben wir jetzt davon. Einblick. Einblick der Weisheit. Ja, was, hä? Gegenstand erhalten. Einblick der Weisheit. Wieso kann ich den da nicht benutzen? Was, das Spiel will mich verarschen. Ah, unsere komische gelbe Anzeige ist voll. So. Aber er heilt mich, der Angriff. F und dann Angriff. Warte, hier wollen überall Bären fallen. Gut, dass man die hört, aber nicht sieht. Ja, genau. So. Gucken, hier sind ja überall Bären fallen, das ist ja nervig. Da hinten ist einer. Ja, greif doch an! Ey, warum sind wir denn jetzt? Oh ja, fick dich, ey. Also. Warum zum Henker sind wir denn jetzt gestorben? Oh nee, jetzt geht das wieder los. Also bis auf diese Ladezeiten, ne? Und dafür, dass... I've kept your flesh safe, Foundling. Ja, geil, laber mich nicht voll hier jetzt. Aber wir haben dieses Ding noch. Erstmal ein paar Pilze snacken hier. Hier war auch noch irgendeiner. Wie sollen wir denn diese Anzeige auf 250 hochkriegen? Meine Fresse. Ja geil, jetzt dreht er sich nicht mal mehr in die Richtung, in die wir schlagen wollen. Ja, greif doch an! Ja, Alter, mal im Ernst, das Spiel ist so für den Arsch. Die linke Maustaste drückst oder peng? Ja, ich latte, was du hier drückst. Was soll denn das? Also erstmal schlägt er hin, wo er will. Und dann auch, wenn du die linke Maustaste drückst, habt ihr ja gesehen, er bewegt sich kein Stück, unser Charakter. Bleibt einfach dumm stehen. Ja, halt die Fresse. Ja, mal Findling am Arsch, ey. Geh mir nicht auf den Sack. Ja, hab ich von der Steuerung nicht noch so voll da. Ja, nicht wahr sein. Ja, komm, ey. Ja, drück. Och, ob du E drückst oder F drückst, das ist völlig Latte hier. Ja, appariert hat ja nichts gebracht. Das Spiel ist der letzte Rotz. Er hat sich die Steuerung dann einfallen lassen, dass sie verspätet oder gar nicht reagiert. Also ein Versuch noch, dann habe ich Schnauze voll.
haben sich denn bei dem Scheiß gedacht? Oh, ja, halt doch die Fresse jetzt. Das ist völlig Latte, ob du parierst, angreifst. Das Spiel macht was Lustiges. Ja, lauf doch, Alter, meine Fresse. Ja, oh, jetzt dreht er sich in irgendwelche komischen Richtungen. Alter Schwede, ey. Hier und das mit dem Interagieren, das funktioniert auch nur sinnbefreit. Also das hat jetzt 44 von diesen Dingern gebracht. Ich töte mal zuerst links, rechts. Aber wir nehmen den da. Ja, er hat dran vorbeigesprungen. Ja, das mit dem Parieren bringt ja mal gar nichts. Ja, komm, bleib tot liegen, ey. Er macht das nicht mal dauerhaft, sondern nur ganz kurz. Oh, hier wieder hin. Also wir brauchen 250 von den Dingern. Also 22 bringt einer. Da kommt Snackman, komischen Pilz. Haben wir noch einen? Ja. So. Da oben sind drei und da sind auch drei. Die ja nur bedingt laden, wenn das Spiel gerade mal Lust hat. Also. Käse nur zwei. Oh ne, sind doch drei, geil. Oh ja, greif. Oh komm, leck mich, greif. Oh, jetzt bleibt er liegen. Echt mal. Ach ja, komm hier. F, F, F am Arsch. Das Parieren bringt einen Scheißdreck. Super für die Entspannung, das Dreckspiel. Mann, ey. Will man mal ganz gemütlich neues Spiel testen, ein paar Leute abschlachten und was ist? Oh ja, jetzt laber. Mann, ey, Alter, die Fresse. Wie auf den Sack geht. Das dauert ewig, aber 250 zusammen haben, wenn der hier nur Scheiße macht da. Eine scheiß Pilze kann er sich jetzt auch in den Arsch stecken, ey. Oh ja, guck mal. Fast angegriffen. Oh ja, hier Drecksalkohol, der nichts bringt, Alter. Schnauze voll da. Ja, bist du tot oder willst du mal aufstehen? Ja, geil, ich habe die falsche Taste gedrückt. Komm, lauf weg. Oh ja, komm. Oh Mann, ey. Gut, da war ich jetzt selber dran schuld, habe die falsche Taste gedrückt. Komm, fress einen Pilz, Alter, und geh mir nicht auf den Sack. Oh ja, komm, fress Pilz, habe ich gesagt. Jetzt kommen die alle, oder was? Was zum Henker war denn das jetzt? Parieren hat funktioniert, oder was? Ja, komm. Oh, ja, ich drück F, mal im Ernst. Oh, Alter, greif ihn doch an, was machst du denn? Oh ja, geil. Ich drücke auf Laufen. Was macht er? Verhärten. Leck mich am Arsch, ey. Gut. Wie ihr gesehen habt, das Spiel ist eigentlich an für sich ganz toll. Die Steuerung lässt aber zu wünschen übrig. Da er nur in der Hälfte der Fälle macht, was er soll. Dieses Parieren hat ja das erste Mal funktioniert jetzt hier. Ja, und dann hast du hier auch noch so eine Alte, die den ganzen Tag vollsüllst. Also, das Spiel wäre eigentlich super cool,
um zu entspannen, Leute abzuschlachten, aber die Steuerung ist für den Arsch. Ich hoffe, ihr fandet es auch unterhaltsam. Ne? Sechs Spiel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal gern wieder, aber bei irgendeinem anderen Spiel. Bis dahin, haut rein.